bin im Heim groß geworden, erst im Kinderheim, danach im Jugendheim. Bin dann auch sehr schnell in dieser Drogenszene hier groß geworden mit. Ich habe Bronchialasthma sogar, ich rauche. Ich beklaue sie. Warum? Hallo. Hallo. Wir haben uns in Kassel kennengelernt. Ja. Dürfen wir das Video auf YouTube hochladen? Aber auf jeden Fall, ja. Dankeschön. Bitteschön. So, ich heiße Ralf Drinder, bin hier in Kassel geboren. Bin hier in Kassel mit 7 Jahren an Drogen gekommen. Hab dann mit 9 Jahren weiter Drogen genommen, so wie Speed. Mit 9 Jahren? Ja. Bin im Heim groß geworden, erst im Kinderheim, danach im Jugendheim. Wohne jetzt immer noch hier in Kassel. Also was heißt, ich wohne hier in Kassel? Ich habe keine Wohnung. Ich habe auch von jemandem gerade seine Wohnung für mich zur Verfügung gestellt gekriegt, weil ich halt Schaustellerhelfer bin. Ich tue bei Karussells aufbauen und sowas, messen und sowas. Und jetzt gerade wegen Corona ist es für mich gerade sehr, sehr schwer, auch irgendwie an Geld ranzukommen oder sonst irgendwas, weil ich halt hier in Kassel über Panama laufe. Das ist so ein Institut, so wie Hartz IV, wo man auch Hartz IV kriegt, aber für Leute, die auf der Straße leben. Und bin dann auch sehr schnell in dieser Drogenszene hier groß geworden mit. Mich kennen hier sehr viele Leute und ich habe es gerne, mit den Leuten hier abzuhängen, weil die Leute teilweise wirklich ehrlich sind. Sie sagen dir, was sie von dir denken. Das finde ich gut. Machen viele Leute nicht. Und es ist halt so wie Familienzusammenhalt. Wenn man hier gerade so keine Familie hat oder so, dann nicht mehr hat, dann ist es halt gerade sehr gut. So, haben Sie noch irgendwelche Fragen an mich jetzt weiter? Was ist das Schlimmste, was Sie hier in Kassel gesehen haben? Das Schlimmste, was ich hier in Kassel gesehen habe, ist, dass eine Frau mit 6 Mann in einer Wohnung ist und sie eigentlich nur Geburtstag feiern möchte und von einem bedrängt wird und die anderen 5 Mann machen gar nichts. Das war so für mich eigentlich so mit das Schlimmste hier. Waren Sie der 5. Mann? Nein, ich war derjenige, der sie dabei geholfen hat, denjenigen aus der Wohnung rauszuschmeißen. Dann hat doch einer mitgemacht. Es war nur einer, der sie bedrängt hatte. Also ich war der 7. Mann sozusagen in der Wohnung und ich habe ihr dann geholfen. Okay. Und alle 5 Mann bleiben aber sitzen und machen gar nichts. Okay, das verstehe. Geht für mich zum Beispiel gar nicht, sowas. Und nein. Was ist das Schönste, was ich hier erlebt habe? Das Schönste, was ich hier erlebt habe, ist teilweise der Familienzusammenhalt, den ich hier erlebe, auf der Straße auch teilweise. Ich komme jeden Morgen auf die Straße, obwohl ich eigentlich gar nicht muss. Der Zusammenhang mit drogensüchtigen Menschen? Ja, aber ich muss nicht unbedingt was nehmen. Ich trinke meinen Alkohol, ich trinke jeden Tag 1,5 Flaschen Wodka am Tag. Ist viel. So, und ich kann aber mit den Leuten reden, die Leute helfen mir. Ich kann vielleicht auch mal fragen, wenn ich kein Geld habe, nach einer Zigarette oder sonst irgendwas, wenn ich eine Zigarette benötige oder so. Oder wenn ich was ich jetzt gerade, weil sie mich gerade gefragt haben, das Schönste. Ich erlebe jetzt gerade zu der Corona-Zeit, dass die Leute wirklich Tüten in der Treppenstraße aufhängen, was ich sehr schön finde, wo Lebensmittel drin sind und sowas, wo man sich wirklich, jemand, der auf der Straße lebt und sowas, der wirklich sich davon bedienen kann, wo ich sage, besser geht's halt im Moment gerade nicht. Und ich finde den Zusammenhalt gerade so schön zwischen Normalbürger und auch den Drogensüchtigen. So, was ich halt nicht so schön finde, ist, dass auch die Polizei oder sonst irgendwas uns als gleich abstempelt, als Alkoholiker, als ne, wir können nichts oder ne, wir haben nichts. Ich habe gerade schon gesagt gehabt, ich gehe zum Beispiel jedes Jahr arbeiten. Ich bin 9 Monate im Jahr am Arbeiten, 3 Monate nicht. Ich habe eine 10-jährige Gerüstbauausbildung hier gemacht in Kassel. Und für mich ist, ich würde jederzeit wieder auf die Straße zurückgehen. Würde auch, ja, ich brauche nicht unbedingt eine Wohnung hier auf der Straße. Ich habe von jedem zum Beispiel, kriege ich Unterkunft oder auch zu essen oder Verpflegung. Ich werde von jedem geholfen und finde ich halt sehr, sehr schön. Sie sagen, Polizei bedrängt Sie und stempelt Sie ab. Ja. Inwiefern? Wie merken Sie das? Indem die Polizei halt auf den Platz kommt und uns dann eventuell beleidigt oder anschreit oder sonst irgendwas. Beleidigt sogar? Auch, ja. So, wir sollen jetzt sofort den Platz hier räumen oder sonst irgendwie. Was bitte. Ein Beispiel bitte von Beleidigung nennen. Was haben die gesagt? Ihr Junkies, ihr alkoholsüchtigen Menschen, macht euch hier ab. Ich meine, nur weil ich Alkohol trinke, 80 oder 70% der Bevölkerung trinken Alkohol. Auch wenn es jeden Abend nur ein Bier ist oder sonst irgendwas, aber trinken halt Alkohol.
Und den tue ich doch auch nicht gleich abstempeln, nur weil er vielleicht sich den ganzen Tag auf der Straße begibt. Aber es trinken sehr, sehr wenige Menschen eineinhalb Flaschen Wodka jeden Tag. Das stimmt allerdings, ja. Aber ich sage Ihnen jetzt gerade, ich habe schon eine Flasche drin und ich kann zum Beispiel ganz mal jetzt gerade mit Ihnen artikulieren. Es geht. Ja. So, das ist halt nur, weil ich ein Spiegeltrinker bin. Aber trotzdem benehme ich mich doch nicht gleich scheiße auf der Straße. Nee, nee. Ich muss doch nicht hier Bierflaschen rumwerfen oder sonst irgendwas. Wenn die Polizei zu uns kommt und ganz normal bittet, gehen wir die Folge nach. Aber man muss doch nicht gleich ausfallen werden oder sonst irgendwie. Oder gleich Platzverweise geben. Sind die letzten Wochen die Platzverweise schärfer? Ja, sehr scharf geworden. Sehr scharf. Ja, war ja. Die Polizei heute schon da? Bis jetzt, die fährt nur in der Stadt rum, aber die werden halt nachher aktiv. So zwischen 17 und 18 Uhr ist auch logisch. Warum? Weil halt viele schon etwas mehr konsumiert haben, als wie sie vielleicht vertragen. Mhm. Und dann vielleicht auch mal so leicht ausfallen werden. Teilweise ist es leider so. Und man kann aber zu den Leuten ganz normal eigentlich reden und kann sagen, bitte verlass den Platz. Dann verlassen sie den Platz eigentlich auch. So, und nicht beim ersten Mal schon gleich Platzverweis geben, sondern vielleicht beim dritten Mal. Ich meine, dass wir jetzt gerade hier in Horden oder sonst in Gruppen zusammenstehen, auch wenn Corona halt gerade ist, wir wollen jetzt auch nur unterhalten. Wir wollen auch nur mit den anderen Menschen halt zusammen reden. Ich meine, aber wenn wir 5 Meter Abstand halten oder 3 Meter Abstand halten müssen, dann ist eine Kommunikation halt nicht so toll. So, und was ist Ihr größter Wunsch? Mein größter Wunsch ist Frieden auf der Erde. Wenn Sie Bundeskanzler wären, was hätten Sie anders gemacht? Ich hätte, sage ich Ihnen ganz klipp und klar, was ich anders gemacht hätte. Da, wo jetzt das angefangen hat mit der Corona, dass die Leute halt alle ins Krankenhaus rennen auf einmal. Ich hätte zu den Leuten ausgesprochen, dass sie bitte zu Hause bleiben sollen. Sie sollen bitte bei den Krankenhäusern oder beim Arzt anrufen. Dann hätten sich eventuell hier ASB oder Arzthelfer oder sonst irgendwas, hätten sich losmachen können zu den Leuten. Hätten sie zu Hause eine Kontrolle nehmen können. Und hätten denen vielleicht 2 Tage später gesagt gehabt, sie haben Corona oder nicht Corona, bleiben bitte zu Hause. Und damit hätte es eher eingedämmt, als wie jetzt, wo die ganzen Leute noch draußen weiter rumlaufen. Finde ich. Das läuft eigentlich auch so ähnlich ab. Nein, ist es gar nicht. Weil wenn ich so erlebe... Zum Arzt gehen die starke Symptome haben. Ja. Leute mit schwachen Symptomen müssen zu Hause in Quarantäne sitzen. Ja, aber einfach anrufen, da kommt jemand vorbei und tut vielleicht einen Abstrich machen, so wie er gemacht wird, der Test. Und dann könnte man das testen, ob die Leute trotzdem auf die Straße dürfen oder nicht auf die Straße dürfen. Und dann dürften nur diese Leute auf der Straße, die das nicht haben. So, und dann würde man das innerhalb von einer Woche oder so eindämmen können. Jetzt läuft schon fast 2 Monate. Sie meinen eine pauschale Kontrolle, bei jedem vorbeikommen und ihm Blut abnehmen. Genau, sie rufen zu Hause an im Krankenhaus und da kommt jemand vorbei, ein Arzthelfer, ein ASB-Helfer oder sonst irgendwas, der vielleicht Blut abnehmen darf oder einen Abstrich machen darf. So, dann wird der Abstrich gemacht, das wird in Labor gegeben und das geht viel besser, als wenn jetzt 500 Leute ins Krankenhaus rennen und die Leute im Krankenhaus überfordert sind, finde ich. Weil mit der Überforderung kommt das Krankenhaus auch nicht klar. Wenn Sie eines Tages vor Gott stehen werden, was werden Sie ihnen sagen? Gut, dass Sie mir diese Frage stellen, weil ich glaube nicht an Gott. Aber mal angenommen, es gibt's den und Sie kommen dahin, was werden Sie ihnen sagen? Bitte lass mich mein Leben ganz normal weiterleben. Ich meine. Wären Sie gerne unsterblich? Nein, absolut gar nicht, nein. Das wäre mir zu lange leben. Sie haben. Ich sage Ihnen deswegen, ich mag diese Menschheit und diese Gesellschaft nicht. Ich hasse eigentlich diese Gesellschaft, weil die Gesellschaft ist nur lügnerisch, betrügerisch. Die versuchen, einen zu hintergehen oder sonst irgendwas. Aber nicht jeder ist gleich? Nein, nein, nicht jeder ist gleich. Aber. Großteil der Bevölkerung ist aber so, dass sie die Leute verarschen. Ich habe das jetzt erst vor einer Woche erlebt. Ich sitze auf der Treppenstraße, ich habe ein bisschen Drogen einstecken und tue wildfremden Menschen, die auch auf der Straße leben, eine Nase legen. So, und das Ding ist, ich werde dann danach, 5 Minuten später, mein Handy geklaut. Sie verstehen das richtig? Sie haben Drogen für andere Menschen angeboten? Nur einfach eine Nase gelegt, ja. Einfach nur so, dass ich mir teile. Wenn ich meine Flasche Bier zum Beispiel jetzt mit ihm teile, das ist genau das. Eine Nase was? Speed. Wildfremden Menschen? Ja. Speed angeboten? Mit denen ich auf der Straße lebe, ja.
Ah, mit denen sie auf der Straße leben? Genau. Ich dachte jetzt... Nein, das nicht. Nein, ein Bürger irgendwie ich würde verteilt. Ihnen jetzt nichts anbieten oder sowas. Weißt? Nein, das nicht. So, und das Ding ist, warum werde ich dann beklaut von Leuten, die mit mir in einem Boot sitzen? Die machen gerade genau dasselbe durch. Die haben kein Geld, die haben nichts zu essen. Die müssen gucken, wo sie gerade jeden Tag hinkommen. Eventuell sogar Leute, die auf der Straße leben, weil es kalt ist oder sonst irgendwas. Wie sie überleben. So, und warum beklaue ich dann solche Leute? Warum mache ich sowas? Ich gebe den Leuten sogar 3 Chancen, mir mein Handy wiederzugeben, weil da wichtige Nummern drauf gespeichert sind von meinen Schauspielern und so. Und deswegen, ich finde es halt scheiße. Haben Sie Ihr Handy wiederbekommen? Nein, bis jetzt noch nicht. Das werde ich auch nicht wiederkriegen, auch wenn es nur so ein 0815-Handy ist, was überhaupt nichts wert ist. Das hat sogar Displayschaden, man kriegt noch nicht mal 2 Euro dafür. Ja, stimmt, was Sie sagen, die sind nicht viel wert. Ja, aber was muss ich da, warum muss ich dann solche Leute beklauen? Das muss ich doch nicht machen. Wenn Sie mir jetzt Unterkunft geben, ne, ich darf eine Nacht bei Ihnen pennen und ich beklaue Sie, warum? Sie haben mir 2 Würfel gezeigt vorhin. Sie haben gesagt, Sie machen Würfelspiel. Was machen Sie da genau für ein Spiel damit? Ich habe hier 2 Würfel, hatte vor 3 Tagen noch 4 Würfel. Diese 2 Würfel habe ich verschenkt. Das war ein blauer und ein roter. Okay. Und ich sitze halt mit den Leuten, die auf der Straße leben, halt sitze ich da und tue halt eventuell mal die Würfel auspacken, gebe jedem einen Würfel in die Hand. Er darf den Würfel so weit werfen, wie er möchte. Und danach gehen wir hin und gucken, was für eine Zahl das ist. Oder jetzt eben gerade habe ich zum Beispiel für ein Augenspiel gemacht, wegen der Zeit so ein bisschen überbrücken. Mhm. Wir werfen 2 Würfel. Wir müssen 3-mal würfeln oder dürfen 3-mal würfeln und müssen bis auf 21 kommen. Die 21 darf natürlich nicht überschritten werden. So, das sind halt solche Spielchen, die halt man einfach machen tut, sodass man vielleicht eine Stunde rumkriegt oder 2 Stunden rumkriegt. Man trinkt vielleicht ein bisschen Bier dabei oder so. Aber man kriegt halt die Zeit ein bisschen besser rum. Man hat ein bisschen Spaß dabei, man lacht ein bisschen dabei. Und für mich ist das sehr, sehr wichtig. Wie kommt das, dass Sie noch als Kind mit 7 Jahren an Drogen gekommen sind, das erste Mal? Habe ich eben gerade schon gesagt, weil ich bin im Kinderheim aufgewachsen. Da bin ich mit 6 Jahren hingekommen. Aber da hat man doch Betreuer, die auf einen aufpassen. Ja, mag ja sein, aber nicht, wenn man in ein Haus ist, wo, sagen wir mal, 70 Leute sind. Und nur 5 Betreuer da sind. Heutzutage ist alles ein bisschen unterbesetzt. Das heißt, Sie konnten rauslaufen, Sie hat keiner vermisst? Nö, es hat jemand was mitgebracht. Ja, klar, wir haben ja auch einen kleinen Spielplatz außenrum gehabt und sowas. Das war in Hamünden, das Kinderheim. So, und danach bin ich ins Jugendheim gekommen mit 14. Und danach ging es jetzt richtig los. Dann bin ich hier nach Kassel wiedergekommen mit 19. Habe meine Lehre abgebrochen und habe dann halt mit Heroin angefangen. Habe dann nach 2,5 Jahren zum Glück es geschafft, von einem Tag auf den anderen aufzuhören, ohne ärztliche Hilfe, ohne Methadon, ohne Polamedon. Und bis heute auch weggeblieben davon, was ich sehr, sehr gut finde. Und danach ist halt mein Leben so weit abgestiegen, dass ich halt ein bisschen auch was verkauft habe, speedmäßig und auch Cannabis. Dann jetzt hier vor 2012 ins Gefängnis gekommen bin für 3 Jahre. Und jetzt wieder rausgekommen bin und mit der Polizei bis jetzt Gott sei Dank nichts mehr zu tun hatte. Zum Glück. Waren Sie schockiert, wo Sie ins Gefängnis mussten? Am Anfang schon, aber ich meine, wenn ich Scheiße baue, muss ich da damit rechnen, mit den Konsequenzen. Ich meine, wenn ich jetzt da die Scheibe einschlage, muss ich mit rechnen, dass die Polizei mich verhaftet und dass ich dafür Geld bezahlen muss. Oder wenn ich in den Laden gehe und eine Flasche Korn oder sonst irgendwas klaue, muss ich damit rechnen, dass ich erwischt werde. So, und mit der Strafe muss ich halt rechnen, weil ich tue ja auch Straftaten machen, sozusagen. Wenn Sie das Leben nochmal von vorne leben könnten, wie hätten Sie es jetzt gestaltet? Ich würde mein Leben auf jeden Fall erstmal ganz anders machen. Ich würde es nicht so machen, dass ich ins Heim kommen würde. Oder wenn ich das erste Mal ins Heim kommen würde, dass ich beim zweiten Mal... Aber es lag ja nicht an Ihnen, dass Sie so früh ins Heim mussten. Wegen meinem ADHS. Ich bin ein Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäter Mensch. Das heißt, ich bin sehr hippelig. So, und früher, ich bin 1979 geboren, ich bin jetzt 40 Jahre alt. Und früher hat man das als Hippelmann-Syndrom genannt oder als Dingsmännchen. So, die einfach nur die ganze Zeit hippelig sind. Und normalerweise müsste ich Ritalin nehmen.
Und ich nehme es nicht und versuche mich halt so ein bisschen selber zu medikatieren. Das heißt durch Speed, weil Speed wirkt bei mir so, es pusht nicht auf, es macht down. Es macht mich halt, ich schlafe davon ein. Andere Menschen sind davon 2-3 Tage wach. So, und das macht genau dieses Ritalin halt auch. Ritalin hält mich halt so, dass ich ein bisschen gedownt bin und auch am Schlafen kann und alles, dass ich ruhiger werde. Und das habe ich halt nicht durch meine Krankheit. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch in diese Drogenszene mit abgerutscht, weil ich halt auch selbst sehr, sehr schnell gemerkt habe, dass zum Beispiel Speed oder kann, ne, sowas mich halt wieder runterbringt. Das ist genauso wie mit den Medikamenten. Aber Sie merken ja auch wahrscheinlich, es gibt ja auch negative Folgen bei diesen Medikamenten. Hab ich so nicht. Ja, bei den Medikamenten ja. Und zwar habe ich diese... Und ich bezeichne jetzt mit diesen, was Sie sagt, Medikament, Cannabis und Amphetamin haben Sie als Medikament bezeichnet. Ja, naja, aber das Medikament, Cannabis, oder Cannabis, Speed, Amphetamin, ist für mich, wo ich keine, ich habe keine Folgeschäden davon, merke ich nicht. Mhm. Aber wenn ich zum Beispiel dieses Ritalin nehme, merke ich, dass ich mich abends nicht mehr konzentrieren kann. Mein Kopf ist mus. Ich kann keinen Brief mehr schreiben oder sowas. Das kann ich auf Speed, kann ich das zum Beispiel. Kiffen Sie täglich? Nein. Einmal die Woche? Vielleicht einmal im Monat oder zweimal im Monat. Okay. Und Speed, wie oft? Am besten täglich. Verstehe ich das richtig, dass Sie einmal im Monat kiffen, täglich Speed nehmen und täglich 1,5 Flaschen Wodka trinken? Ja. Und Sie merken keine negativen Folgen, keine Folgeschäden? Nein. Sie sind aber einer der wenigen. Ich war jetzt vor 3 Jahren, habe ich einen Rippenbruch gehabt und auch als Schausteller unterwegs, hat einen Rippenbruch mir zugezogen, bin danach ins Krankenhaus gefahren, musste ins Krankenhaus, weil ich wissen wollte, was es war. Ich habe keine Luft mehr gekriegt. Der Arzt hat ein kleines und großes Blutbild gemacht. Jeder Mensch weiß, kleines und großes Blutbild, kann ich Leberwerte, Nierenwerte, alles mit. Und der Arzt kommt zu mir, rennt und sagt, alles okay, alles im grünen Bereich. Wie geht das, wenn ich schon seit 5 Jahren Alkohol trinke? Also eigentlich ist das, ich war auch mein ganzes Leben bis jetzt noch nicht einmal krank gewesen. Okay, wenn Sie das eher seit 5 Jahren machen, dann... Nee, seit sechs Jahren insgesamt jetzt. Aber es war ja vor 2 Jahren gewesen und da war das halt dann mit dem Krankenhaus. Aber es gibt doch bestimmt Tage, wo Sie keine 1,5 Flaschen trinken, oder? Nein, es gibt auch Tage, wenn ich zum Beispiel gar nichts habe, wenn ich keinen Alkohol habe, weil ich kein Geld habe oder sowas, dass ich halt auch Entzugserscheinungen habe, dass meine Hand flattert, ne, dass ich halt Dattermann habe, dass ich halt auch körperliche Entscheidungen habe, was ja auch klar ist, es ist ein Entzug in dem Moment. Ja, das sind die Folgen. Genau, das ist ein Entzug von dem Körper. Ich müsste den vielleicht 2 oder 3 Tage lang überstehen, dann hätte ich den überstanden. Aber jeder Mensch weiß auch, das, was ich jetzt gerade sage, bei Alkohol ist es halt so, wenn ich Alkohol einen kalten Entzug mache, kann es passieren, bei meiner Menge, was ich trinke, dass ich nächsten Tag tot aufwache. Das geht bei Alkohol, ist so. Jeder Mensch, der wirklich Ahnung davon hat, weiß das. Es gibt 121.000 Tote in Deutschland, die an Folgen des Rauchens sterben. Bis jetzt an Coronavirus im Laufe des letzten Monats sind etwas über 1.000 Leute gestorben. Ja. 1.100 oder 1.200. Was halten Sie von Rauchen? Sollte man das vielleicht auch verbieten? Zigaretten rauchen, ja. Ganz normal. Warum? Das ist genau weil 121.000 Menschen davon sterben. Ja, aber wie viele Leute sind am Alkohol gestorben? Auch sehr viele, über 70.000. Sehen Sie? Soll ich jetzt Alkohol auch gleich verbieten deswegen? Darf ich mich nicht abends hinsetzen, mal ein Feierabendsbierchen trinken? Oder ich habe Bronchialasthma sogar, ich rauche. So, und haben Sie Asthma wegen Rauchen bekommen? Nein, von meiner Geburt dort. Ich habe von Geburt an, habe ich Bronchialasthma gehabt. Und ich bin leider einer mit diesen Menschen, bei denen es nicht weg ist im Alter. Weil normalerweise sagt man, es verwächst. Mhm. Genauso wie bei den ADHS. Normalerweise im Alter verwächst es. So, und Kindheits-ADHS ist nicht so schlimm wie Erwachsenen-ADHS. So, und normalerweise geht es weg. Aber ich bin halt einer mit von denen, bei denen es nicht gleich weggegangen ist. Schlusswort an die Zuschauer. Ja, ich finde es schön, dass es sowas gibt oder dass ihr uns angehört habt. Auch jetzt die anderen Kollegen so. Und wenn ihr uns helfen könntet,
Ist egal mit was, auch wenn es nur mit Lebensmittel ist oder sonst irgendwas, während jetzt dieser Zeit, wären wir uns sehr, sehr, sehr dankbar darüber. Und ja, viel Spaß noch und bleibt gesund. Eine Frage noch. Was denken Sie, können die drogensüchtigen Menschen und die Obdachlosen sich selbst irgendwo auch helfen? Ja, was heißt das, sich selbst auch irgendwo helfen? Klar können sie das. Und zwar, indem sie sich vielleicht nicht den Alltagstrott den ganzen Tag hingeben und jeden Tag immer das Gleiche machen. Sich vielleicht auch mal den Arsch hochkriegen, sage ich jetzt, sorry, aber auch mal den Arsch hochkriegen und vielleicht mal ihre Wege erledigen, auf Ämtern gehen und sowas. Es gibt hier, gerade hier in Kassel, habe ich das erlebt. Dadurch, dass ich Schaustellerhelfer bin, komme ich jede Woche in jede andere Stadt rum mehr. In Dortmund, Düsseldorf, Hamburg, überall. So, da erlebe ich nicht sowas, dass es sowas hier zum Beispiel gibt, wie eine Wohnungseinrichtung, wo die Leute Wohnungen gestellt kriegen oder ein Zimmer gestellt kriegen oder wo geholfen wird wie Panama oder wie Nautilus hier vorne, wo die Leute täglich essen gehen können. Die kriegen da umsonst eine warme Mahlzeit mittags. Sie können sich da hinsetzen, können sich da aufhalten. Finde ich sehr, sehr gut, sowas. Jetzt auch wegen Corona-Krise? Haben die jetzt gerade nicht, nein. Jetzt wegen Corona-Krise haben die leider geschlossen. Wo gehen Sie essen? Ich besorge mir so mein Essen jetzt. Weil Leute tun auch, wie ich gerade schon gesagt habe, in der Stadt halt auch viel Essen und Tüten hinstellen. Mhm. Und man kann davon schon leben, so ist es nicht. Okay, ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Wünsche ich Ihnen auch. Danke fürs Interview. Es hat mir Spaß gemacht. Danke, ciao. Mir auch. Thank you.